Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Slime Ranger. In der letzten Folge haben wir ja so ein bisschen was gekreuzt. Sag ich jetzt einfach mal. Ja, ich habe da noch ein bisschen. Oh, da liegt noch was umdekoriert. Und ein bisschen was an Schleimkacke weggebracht. Wir haben immer noch einen Schlüssel zur Verfügung. Haben jetzt Säbelzahnkatzen. Und warum ist hier ein Hühnchen, ein männliches Hühnchen draußen? Ist das bescheuert? Was? Oh, ich dachte schon, hier ist so ein mega krasses blaues, schwarzes Ekelviech. Ja, wir haben unsere Jäger-Slimes gekreuzt. Das sind jetzt Säbelzahn-Slimes. Jetzt gucken wir erstmal, was die hier möchte. 1-1-1 und ich krieg dafür. Nee. Mach ich nicht mit. Wir haben, wie gesagt, noch einen Schlüssel. Wir gehen wieder hier zu diesem komischen alten Sack. So, was haben wir hier? Würztofu. Was auch immer ich damit brauche. Ja, genau. Wir holen uns hier noch ein paar Pflänzchen, habe ich mir so gedacht. Ey, du. Ey, sag mal, lass mich in Ruhe. Das ist das Einzige, was ich hier hasse. So. Da möchte ich nicht runterfallen. Also nicht unbedingt. Nein. Muss auch nicht unbedingt sein. Ja. Geht weg. Oh, hier haben wir Schleimkacke, die nehme ich natürlich gerne. Und ich glaube, hier hinten war ich noch gar nicht. Und es stimmt, hier hinten war ich überhaupt noch gar nicht. Ja, wir gehen auf jeden Fall schon mal auf die Wasserpumpe. Oh shit, stimmt ja, da war ja was. Lasst mich doch mal in Ruhe. Ich will einfach nur gucken, für wo ich den Schlüssel verwenden kann. Mehr will ich gar nicht. Auf der Karte sind wir immer noch dort. Was ein bisschen seltsam ist. Da hinten wollte ich eigentlich auch noch mal hin. Das werden wir auch noch einen Angriff nehmen. Entweder in dieser oder in der nächsten Folge. Mal schauen. Hier scheint es nichts Besonderes zu geben. Da ist aber ein Teleporter. Gut versteckt. Alles klar. Graues Warp-Depot. Ja, schön. Was will ich damit? Ey, nein! Geht weg von mir! Ansteck-Modekapsel. Ihr seht, wir spielen immer mehr frei in-game. Und das ist klasse. So, aber hier runter wollte ich jetzt eigentlich nicht. Genau, hier hoch wollte ich. Hier gibt es noch ein Pflänzchen. Da drüben war die Kapsel. Da oben ist noch was. Ach, hier ist... Ah, toll. Moment.
Wir schmeißen die hier weg. Denn die kriegt man ja jedes Mal neu, wenn wir Lust haben. Aber in dieser Ecke war ich, glaube ich, noch nicht. Oder war ich hier schon? Keine Ahnung. Ich sehe hier gar nicht mehr durch. Hier gibt es keine Pflanze mehr. Ich finde hier aber auch kein verdammtes Tor, was ich öffnen könnte mit dem Schlüssel. Sehr, sehr seltsam. Hier ist noch ein Pflänzchen. Und ich habe versucht, die anzupflanzen. Das ging ja leider nicht. Das finde ich ein bisschen shit. Denn, ja. Vielleicht ist das eine Lieblingsspeise von irgendeinem Tierchen. So. Haha. Lasst mich doch mal alle in Ruhe, ey. Was habt ihr mit mir heute hier? Kann doch nicht wahr sein. Brauche ich nicht. Ja. Ihr seht, das Spiel wird einfach nicht leichter. Aber es macht trotzdem noch Spaß. Wo komme ich jetzt hier raus? War ich hier nicht schon? Hier ist auf jeden Fall noch ein Pflänzchen. Da ist ein deaktivierter Teleporter, zu dem gehen wir jetzt natürlich nicht. Da gehen wir wieder in die Höhle zurück. Und wir schauen mal, dass wir da rüberkommen. Jo, sehr schön. Da unten ist sogar noch eine Kapsel. Mal gucken, was diese Kapsel beinhaltet. Baumwollblumenflecken. Was? Baumwollblumenflecken. Alles klar. Die haben manchmal Namen für ihre Sachen. Das glaubt man gar nicht. So, einmal hier rüber. Und einmal hier hoch, genau. Gut, das war so eine Melonenpflanze oder was das auch immer ist. So, hier haben wir noch ein Pflänzchen. Oh. Die nehme ich natürlich alle dankend an hier. Und das Ding nehmen wir mit.
So, jetzt bin ich gespannt, was da rauskommt. Das war's schon. Sehr langweilig. So, da oben sind, ist noch eine Pflanze. Die holen wir uns noch. Hab ich jetzt das gelbe Ding eingesaugt? Ja. Das. Und das wird. Nee, braucht man nicht. So, dann sind wir hier in der Höhle natürlich auch schon wieder fertig. Jetzt gucken wir nochmal, ob es hier oben was Besonderes gibt. Lass mich hoch. Nö, gibt's auch nichts. Da ist noch eine Pflanze. Und was machen die da hinten, bitteschön? ja. Da unten waren wir schon. Hier oben geht's gerade nicht weiter. Da war ein beschissener Teerschleim. Noch einer. Waren wir hier schon, waren wir hier schon, waren wir hier schon. Sieht mir nicht danach aus. Oder doch? Ich weiß es einfach nicht mehr. Ja. Ah doch, ich glaube, hier waren wir schon. Ja. Das war der deaktivierte Teleporter. So, hier haben wir noch ein paar Pflänzchen, die sammeln wir natürlich fleißig ein. Aber warum? Da ist ein Teleporter. So. Haben wir das ja fast voll. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Denn ich würde schon gerne noch ein Türchen öffnen. So, die goldenen haben wir hier drinne. Wird natürlich erstmal alles nur gesammelt. Wenn mal Geldnot besteht, dass wir was haben in der Hinterhand. Die scheinen schon wieder fertig zu sein. Okay, das geht nicht. Dann guck ich mal, ob wir das einlagern können. Nur zwei Stück, die braucht man, ey. Das ist zu wenig. So, haben die hier was drin? Nein. Die haben auch nichts drin. Die dürften auch nichts drin haben. Die haben nichts drin. Die haben noch was drin. Oh.
Und die dürften auch nichts drin haben. Nein. Gut, dann verkaufen wir mal ganz kurz ein bisschen was. So, den Tofu. Shit. Beim Tofu gucken wir mal, ob wir den irgendwie einlagern können. Ja. So, und wir werden uns jetzt auf den Weg machen, um zu schauen, ob wir noch ein Türchen finden für den Schlüssel. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge. Und bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.